Ach, hallo Borkheide, hallo Welt, ja, da bin ich wieder, euer Lutze, schon wieder volles Programm. Ich habe gedacht, ich habe gar nicht so viel, aber da ist der Zettel ist schon wieder voll hier, so eine Menge. Ja, der Winter ist zu Ende, ihr habt es gemerkt, es war ja noch richtig frostig, bei mir waren minus 5,6 Grad gewesen. Jetzt ist es wieder richtig mild, ein bisschen Regen, aber das können wir immer noch gebrauchen, wir müssen ja noch den Sommer ausgleichen. Und ja, was war sonst noch? Die Gespenster haben Borkheide wieder verlassen. Da war ja wieder ordentlich was los gewesen hier zum Halloween. Aber das ist bis nächstes Jahr jetzt wieder vorbei. Jetzt fängt die Gänse- und Entenzeit wieder an. Im Fliegerheim sind sie seit 31.10. wieder voll in Aktion. Wie man hier sehen kann, habe ich schon mal vorab probiert. Und ich kann eigentlich diese Leckereien wirklich nur empfehlen. Es schmeckt wirklich richtig gut. Natürlich habe ich mich nicht an die Gans getraut, weil die ist mir einfach zu groß. Aber die Ente war schon mal sehr, sehr lecker gewesen. Jo, so, ach, apropos Fliegerheim. Ja, ich soll noch mitteilen, die Besatzung vom Fliegerheim sucht noch dringend fliegendes Personal, welches sich als Küchenhilfe verdingen möchte. Vielleicht die eine oder andere Flugmeile dazu verdient. Wer Lust und Zeit hat, sollte sich einfach mal schnell dort melden bei der beim Fliegerheim. Einfach unter Telefonnummer 033845 60 400 oder info@fliegerheim.de. Da kann er dann die Küche verstärken, denn die Saison geht ja jetzt so richtig los und die brauchen dort immer Hilfe, in der Küche zumindest. So, weil wir gerade bei den Jobgesuchen sind, bleiben wir dabei. Wer es nicht so mit den Küchenfeen hat und lieber mit Haaren zu tun hat, der kann sich im Salon Friedrich melden, denn auch die suchen Personal, tatkräftige Unterstützung für die Herrichtung der Jahresendfrisuren. Ja, mal gucken, wer da Lust hat. Die Interessenten melden sich einfach im Salon Friedrich in der Turnieraue 4 in Borkheide oder unter 033845 423595. So, das war es immer noch nicht. Hier wird richtig Jobs gesucht. Auch die Firma FDM Service Marcel Mika sucht Fachkräfte. Die Fahrzeugtechnik der Feuerwehr, des Technischen Hilfswerks und der Rettungskräfte reparieren oder umbauen möchten. Meldungen gehen hier nach Altborg in Altborg 11C. Ja, so heißt auch die Straße. Oder unter Telefonnummer 033845 916309. Und die E-Mail ist info@fdmservice-service.de. Ich habe sie unten immer noch mal eingeblendet. So, und dann geht's weiter mit der SWP Borkum Service GmbH, ebenfalls in Borkheide, hier im Industriegelände. Wie ihr wisst, haben die ja ordentlich gebaut. Die suchen ausgebildete Informatiker. Die Bewerbung geht da an info@swpborkum.de oder von 033845 918830. So, das war's immer noch nicht. Auch die Firma Stoff International Fahrzeugbau GmbH sucht eine ganze Reihe von Mitarbeitern. Da schaut ihr allerdings mal am besten auf die Website www.stoff-international.de, denn dort sind mehrere offene Stellen zu besetzen. So, das soll's jetzt erstmal zu den ganzen Jobangeboten gewesen sein. Also arbeitslos muss man, glaube ich, heute nicht mehr sein, ne? Weitere Infos, und zwar am 8.11. geht's hier in Borkheide weiter mit den Veranstaltungen. Da ist um 17 Uhr wieder Laternenumzug und das startet bei uns auf dem Marktplatz. Soll ich übrigens noch mitteilen, schönen Gruß von der Feuerwehrjugend. Die bedanken sich sehr bei allen Schrottspendern, denn sie hat einen Ausflug, diese Schrottaktion hat einen Ausflug nach Dresden eingespielt. Deshalb sind allerdings die Jugendfeuerwehr dieses Jahr auch nicht beim Laternenumzug dabei. So, dann haben wir am 9.11. ab 9.30 Uhr Bürgermeistersprechstunde und ebenfalls am 9.11. ist ab 10 Uhr im Waldbad für Mitglieder ein Arbeitseinsatz geplant. Bitte Spaten und Laubhaken mitbringen. Dann geht es weiter am Sonntag, dem 10.11. um 16 Uhr startet in der Borkwalder Kirche, diesmal nicht in Borkheide, ein spannender Lesenachmittag für Kinder und Erwachsene. Laura Hari liest aus ihrem Kinderbuch Der Tag, an dem ein Delfin, Zebra, Schmetterling von
vom Papier verschwand, sowie aus dem noch unveröffentlichten Kinderbuch das Känguru Jojo. Mensch, ich muss das ablesen. Ja, Delfin, Zebra, Schmetterling. Habe ich noch nicht gesehen, aber vielleicht gibt's das tatsächlich. Muss mal googeln. So, nächste Veranstaltung dann am 17.11. um 17 Uhr in der Mensa der Hans-Grade-Grundschule. Und zwar der besondere Abend, diesmal indische Musik und Märchen mit Sebastian Dreyer, Sita, Ashish, Paul, Tabla und Silvia Ladeweg, Erzählerin. Ja, dann gibt es noch eine Veranstaltung, die ist allerdings in unserem eigenen Interesse. Und zwar, das ist die dritte Glühweinparty von Borkheide News TV. Ja, auch wir machen wieder eine Party und zwar wieder am Jugendclub. Und das, die startet am 22.11., also das ist ein Freitag. Ab 16 Uhr bis, ich denke mal, 22 Uhr werden wir wieder im Jugendclub sein. Und wer da das Gespräch suchen will, mit uns schnattern möchte und mit uns was trinken und was essen möchte, kommt einfach vorbei. Auch das werden wir immer noch mal erwähnen. So, das ist erstmal alles zu den Veranstaltungen. Jetzt kommen wir noch mal kurz zum Fußball. Die E-Jugend SPG Brückborkheide hat gegen die Spielgemeinschaft Kaputt-Ferch 3 gespielt und 5-2 gewonnen. Die Mannschaft hat natürlich mittlerweile den zweiten Tabellenplatz erreicht. Und die Jungs sind mittlerweile richtig gut. Also vielleicht tauschen sie ja mal bald die Herren aus. Wobei, die sind ja auch nicht so schlecht. Aber ja, wie gesagt, 5-2, mittlerweile auf dem zweiten Tabellenplatz, die E-Jugend. Und die Herren waren unterwegs in Wittbrietzen. Diesmal waren wir allerdings nicht dabei, denn wir sind anderweitig beschäftigt gewesen. Und die Jungs haben dort allerdings auch 2-1 gewonnen, also 1-2, haben also die 3 Punkte mit nach Hause gebracht. Herzlichen Glückwunsch. Und das nächste Spiel findet wieder nächsten Sonntag um 14 Uhr, diesmal allerdings wieder in Borkheide statt. Und da geht's gegen den Potsdamer FC 1973. Die Borkheider Mannschaft steht mittlerweile auf dem 5. Platz, liegt allerdings auch um 2 Spielen hinter den Vorplatzierten. Das heißt, das hat eigentlich so noch gar nichts zu sagen. Jetzt müsste ich eigentlich fast durch sein. Matze noch. Matze hat eine Meise. Schaut selbst. Hallo Lutze, hallo Borkheide, hallo Welt. Der kleinen Meise hier geht's noch richtig gut, denn so viel hat es ringsum noch nicht geregnet. Also haben sie noch das Bad in der Vogeltränke genossen. Ich habe da noch gleich das Wasser ausgetauscht. In dieser Woche werden die vermutlich schon beim Fliegen geduscht, weil es wird öfters regnen und das bei 11 Grad und nachts um die 6 bis 7 Grad. Das zieht sich so bis zum Freitag hin und dann gehen die Temperaturen auf tagsüber maximal 6 Grad und die Nacht so 2 bis 4 Grad. Und das ist auch so der Trend für die nächste Zeit. Also besser wird es erstmal nicht. Ganz im Gegenteil, irgendwo anders kam schon wieder die Meldung Frost und Schnee, aber ich glaube noch nicht hier bei uns. Zumindest nicht in dieser Woche. Kommt gut durch die nasse Woche. Bis zur nächsten. Tschüss. Ja, vielen Dank, Matze, fürs Wetter. Ich glaube, das war's wieder für heute. Reicht jetzt auch, ne? Euch alles Gute, eine wunderschöne Woche. Lasst euch nicht so nass werden. Immer einen Schirm über den Kopf. Wir sehen uns wieder nächsten Montag. Bis dahin. Alles Gute hier bei Borkheide News TV. Euer Lutze und tschüss.